Es gab manche Leute, die zum Zeitpunkt ihres Todes ein Lied gesungen haben. Und andere haben nach ihrem Geld gefragt, wo es liegt. Als ob er das Geld mit in sein Grab hereinnimmt und davon profitieren kann. Wenn du nicht danach lebst, so wirst du nicht das gute Ende bekommen. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, innama al-a'malu bil-khawatim. Die Taten entsprechen dem Ende. Bedeutet, wie die Gelehrten das erklärt haben, man aasha ala shay'in mata alayh. Derjenige, der für eine Sache lebt, so wird sie ihn am Ende seines Lebens einnehmen. Ich übersetze es dir. Wenn dein Leben die Frauen waren, so wisse, das wird dich zum Schluss einholen. Du wirst sterben für eine Frau. Und die letzten Worte, die du sagen wirst, kurz vor deinem Tod, bevor deine Seele genommen wird, ist der Name dieser Frau, die du begehrt hast in dieser Dunja. Weil du sie mehr geliebt hast als Allah. Es gibt Leute, die bangen darum, jeden Tag einen bestimmten Geldbetrag zu erwirtschaften. Und am Ende des Lebens werden sie an dieses Geld denken und nicht an Allah. Und es wird sie dieses üble Ende einholen. Es gab Leute, sie waren mit Drogen beschäftigt in diesem Leben. Mit Alkohol und normalen Drogen. Das wird auch ihr letzter Moment im Leben sein. Wie viele sind in der Toilette wal-iyadu billah gestorben, mit einer Spritze im Arm? Wie viele sind besoffen gestorben? Diese Taten werden einen einholen. Wann? Am Ende des Lebens. Und dieser letzte Moment ist der wichtigste Moment für uns. Al-lahadat al-akhira. Warum? Weil dieser Moment in deinem Leben entscheidet darüber, ob du in das Paradies gehst oder ob du in das Höllenfeuer gehst.